David, so kurz nach dem Spiel fragt man nicht gerne, aber wie geht's gerade in dir vor? Ich glaube, die richtigen Worte zu finden ist nicht einfach jetzt unmittelbar nach dem Spiel. Wir haben uns natürlich mehr vorgenommen. Wir hatten, glaube ich, auch, wenn man das Spiel vielleicht irgendwo Revue passieren lässt, die Chancen dazu. Und da war leider unser Ziel nicht erreicht. Woran ist es grundsätzlich gelegen? War es Wales als Gesamtkollektiv oder war es Gareth Bale, der uns das Bein gestellt hat? Ich würde schon sagen, dass Gareth vielleicht irgendwo den Unterschied gemacht hat mit zwei Toren und wir die Chancen einfach liegen haben lassen. Kann man jetzt schon irgendwie vorausblicken, dass man sich vielleicht jetzt schon sagt, bei der Euro greifen wir jetzt wieder an, bei der Qualifikation, um sich das nächste Ziel zu stecken? Ja, jetzt müssen wir trotzdem das erstmal verdauen und das haben wir sacken lassen, was heute passiert ist. Wir haben uns viel vorgenommen, hart gearbeitet, um heute erfolgreich zu sein. Und das tut schon sehr weh, das wird sicherlich noch ein bisschen brauchen. Und dann mit Sicherheit, im Fußball ist es ja immer so, wenn man am Boden liegt, steht man auf und schaut dann nach vorne.